Ja, okay, also hallo. Ich möchte euch heute die C++-20-Sprache vorstellen. Und ich werde zuerst die Sprachänderungen vorstellen und dann die Änderungen in der Standardsbibliothek. Also ein paar Sachen vorweg. Also das ist wichtig, dass diese Präsentation nur funktioniert, wenn ihr auch mitmacht. Also ich werde euch manchmal so ein paar Fragen stellen und so weiter. Genau, und Fragen über meine Präsentation und über die Sachen könnt ihr gerne jederzeit stellen. Also das stört mich nicht. Genau. Okay, also das müssen wir heute in C++ 17 oder auch C++ seit C++ 11 schreiben. Und das ist einfach eine For-Each-Schleife. Und genau, manchmal will man halt einen Index haben, um zu sehen, was der Index vom Element gerade ist. Und das kann man jetzt eigentlich nur so machen, indem man hier diese Indexvariable außerhalb der Schleife schreibt. Das ist natürlich nicht schön, weil man dann Index auch nach dieser Schleife benutzen kann und das ist dann auch nicht immer gut. Und seit C++ 20 kann man jetzt einfach Index hier in der Vorschleife selber deklarieren. So wie bei einer normalen Vorschleife. Also, ja, praktisch. Okay. Wenn man jetzt eine Lambda schreiben möchte, die irgendwelche Argumente. Ja, es gibt eine. Wenn man zum Beispiel, wenn man hier ein Objekt erzeugt und dann irgendeine Member-Funktion von diesem Objekt aufruft, die eine Referenz zurückgibt, dann kriegt man hier in der Vorschleife selber, die dann der Compiler liest, nicht die Lifetime-Extension und dann kriegt man so eine Dangling-Reference und das ist natürlich nicht gut. Und ja, also genau, dann genau. Ja, okay, also genau, wenn man so ein Lambda schreiben möchte, dann muss man hier Deltotype AUX hinschreiben, weil natürlich AUX ein Autor als Typ haben und kein Template-Parameter, den man auch nennen kann. Und ja, seit C++ 20 kann man jetzt das hier schreiben. Und man schreibt hier einfach, hier so wie bei einer Template, einfach so dieses kleine Als-Zeichen und einen Type-Name und dann, genau. Ist halt praktischer. Und das ist dann auch nützlich später. Aber, okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob das von Andrew Sutton war, aber ich habe ein Paper mal gelesen über genau diese eckige Klammern. Also man würde einfach dieses F außerhalb der Klammer schreiben, also nach diesen zwei. Und das würde dann halt so ein Lambda, genau so ein Lambda erstellen. Und genau. Das würde dann dieses Problem auch lösen, aber. Keine Ahnung, was damit los war. Okay. Genau, wenn man jetzt ein SED-Set haben will und dann ein Lambda als Comparator benutzen möchte, dann könnte man meinen, man schreibt sowas. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil ein Lambda gibt ja einen Wert zurück und keinen Typ. Also könnte man, dann könnte man schreiben einfach einen Deckel-Type, oder? Nein, leider nicht. Weil Lambdas können nicht in einem unevaluated operand stehen, was Deckel-Type eigentlich annimmt. Genau. Und das wurde halt in C++ 20 gefixt. Und man kann jetzt den Typ von Lambdas mit Deckel-Type kriegen. Und außerdem sind Lambdas jetzt default-constructible. Das heißt, dass man sie hier nicht mit einem anderen Lambda dass man nicht eine andere Lambda an Z übergeben muss, damit es funktioniert. Müssen sie nicht, weil wenn man jetzt sowas schreibt, das geht jetzt eigentlich gar nicht, weil Lambdas haben überhaupt kein Linkage. Also das geht eigentlich gar nicht, das kann man nicht machen. Und wenn man jetzt aber Static davor schreibt, dann geht es, weil die dann internal Linkage haben und man sie nicht außerhalb. Genau. Okay, also. Wer denkt, dass das erste funktioniert?
Einfach Hand hoch, vielleicht. Ja, okay, so ein paar. Ja, aber das ist redundant, also das muss man nicht schreiben. Das zweite? Ja, darf man auch machen. Das dritte? Nein, und das wäre auch redundant. Und das vierte? Dann. Ja, okay, darf man schreiben. Und naja, es ist besser, wenn man hier in mit C++ 17 kann man jetzt das einfach kopieren, indem man ein Sternchen davor schreibt. Und ein paar Leute haben sich halt beschwert, sozusagen, dass damit nicht immer klar wird, was jetzt gerade passiert. Und deshalb meinen sie, dass es besser ist, wenn sie explizit sein können und das hier schreiben können, auch wenn es redundant ist. Und genau, das kann man jetzt auch ab C++ 20 machen. Okay. In C++ 11 kann man sowas machen. Man kann einen Lambda einführen und dieses Lambda captured halt diesen Variadic Argument Pack. Alles gut. Und in C++ 14 kann man hier Variablen sozusagen so initialisieren. Damit kann man zum Beispiel die Variablen std moven, wenn sie zum Beispiel ein Unique Pointer sind oder sowas. Und wenn man sie jetzt zusammen macht, wie würde dann die Syntax aussehen? Und dazu gab es halt ein Paper für C++ 20 und jetzt sieht es so aus. Man schreibt einfach drei Punkte davor und genauso. Aber die Punkte schreibt man nicht danach. Und der Grund dafür ist, dass man hier auch die Punkte zu diesem Namen hier gehören. Also genau, hier gehören sie auch zu dem Namen. Deswegen, genau, wenn man jetzt eine Referenz will, würde man hier auch so ein Und-Zeichen hinschreiben. Also genau, Consistency halt. Okay, das da. Sehr praktisch. Ich habe da ein Semikolon vergessen. Ja, genau. Das kann man in C++ machen. Und wie es funktioniert, ist, man schreibt einfach zum Beispiel first und dann Punkt x. Das initialisiert dann x mit 1. Punkt y ist gleich 3. Und wenn man eine Variable auslässt, dann wird sie einfach aggregate initialized, wie immer. Und das ist halt nicht so wie in C. Weil in C kann man zum Beispiel das hier schreiben. Das kann man in C++ nicht, weil die Elemente müssen in der richtigen Reihenfolge stehen. Das hier kann man auch nicht machen. Man kann auch hier verschachtelte Elemente auch nicht initialisieren. Und das hier kann man auch nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber. Und man kann sowas machen. Das sind Bitfields, die benutzt man nicht oft und das bedeutet einfach, dass diese Age-Variable einfach nur 4 Bits braucht. Und seit C++ 17 kann man auch Variablen initialisieren, direkt ohne Konstruktor. Und man kann es halt noch nicht zusammen machen. Das ist halt schade. Und ja, jetzt kann man das. Genau. Also, schön. Okay, jetzt, also, wir haben eine Klasse Foo mit einem Copy-Konstruktor, der nur eine Non-Const-Referenz zu Foo nimmt. Und ein Bar, der ein Foo hat, und dann ein Boy-Const, ein Copy-Konstruktor nimmt. Jetzt, ist das hier valide? Ja oder nein? Das, was in diesem blauen Kasten steht. Aber das sind zwei verschiedene. Ja. Ja, also das Problem ist halt, dass das hier ist diese Variable hier, die man kopiert, const, und die kann man hier halt nicht daran anbinden, weil foo dann auch const ist. Okay, und wenn ich jetzt das hier mache. Hat jemand eine Idee?
Ja, nein, leider nicht, weil der Standard das einfach so sagt. Sobald das hier passiert, also dass hier eine Variable so einen Konstruktor hat und die hier so einen, dann sagt der Standard einfach, dass das Programm, das ganze Programm ist ill-formed und funktioniert halt nicht. Und das ist halt schade, weil das ist, sieht man oft in STD-Tupel. Wenn man jetzt foo in so einem Tupel packt, dann wird jetzt intern sowas Ähnliches gemacht und dann funktioniert das ganze Programm nicht, obwohl man foo nie kopiert hat. Und ist halt schade. Aber das kann man nicht machen. Also, nein, das, ich glaube schon, ja. Nein, der Compile wird einfach hier sich beschweren. Nein, genau. Nein, das ganze Programm ist dann falsch, egal was du machst. Also, genau. Ja, du kannst auch. Okay. Funktioniert jetzt Call Me Two, Call Me One, meine ich. Wenn man so einen Namensraum hat und so einen Struct und genau, funktioniert das? Ja oder nein? Also ja, genau, das erste ist legal wegen ADL. Da sucht der Compiler einfach nach Call Me 1 in diesem Namensraum und da findet er keinen Call Me One und deshalb sucht er jetzt in diesem Namensraum hier und findet dann einen und alles ist gut. Aber im zweiten, das funktioniert leider nicht, weil Call Me 2 kein Template ist. Genau, das ist ja eigentlich, okay, das ist ja eigentlich das gleiche Problem hier, weil hier weiß der Compiler nicht, ob get auch wirklich ein Template ist, weil das ist ja templatisiert und deshalb kann var.get eigentlich alles sein. Und deshalb schreibt man normalerweise Template hier, aber das kann man ja hier nicht machen. Genau, und die Lösung dazu ist, dass jetzt der Name hier als Template angesehen wird, so als vielleicht Templates und das wird dann das hier als Template-Argument genommen und dann wird die Funktion erst durch RDL gesucht. Also das macht sowas ganz Komisches. Aber genau, es wird halt als Template gesehen und ja, genau. Okay, Typeness ist manchmal nervig. Wer denkt das auch? So, ja. Sowas ist halt schade, weil der Compiler weiß doch, dass using type ist gleich, da kann doch nur ein Type sein und nicht was anderes. Genauso wie hier, da kommt ja nur ein Type. Oder hier und hier auch. Aber hier geht es jetzt schon. Also da braucht man kein Type Name. Und man braucht auch kein Type Name in Member Initializer Lists. Aber genau, das sind die einzigen zwei Sachen, wo man Type Name weglassen kann. Und das jetzt nicht mehr. In C++ 20 kann man das jetzt so gut wie überall weglassen. Also hier kann man es weglassen, hier auch, hier auch, hier auch und hier auch. Also, Ja, okay, also. Ja. Hier. Ja, stimmt. Genau. Da auch, da habe ich es auch weggelassen. Und da auch. Das geht leider nicht. Und das geht jetzt. Class Template Argument Reduction. Das kann man in C++ 17 machen und es ist so schön, aber was für ein Typ wird jetzt oben deduziert? Ja, Tupel von den Int, weil der Copy-Konstruktor hier ein besserer Kandidat ist. Ja, und im zweiten Fall? Ja, Vektor von Vektor. Weil wir haben, ja, genau, wir haben diese Schleifen, diese Brackets benutzt. Das ist für 17, genau. Aber das ist halt nicht schön und da haben sich manche beschwert, dass das hier und das hier. Ja,
Und jetzt wurde das halt geändert, dass das hier jetzt ein SSL-Vektor int reduziert, so wie hier oben. Genau. Okay, also das habe ich direkt vom Paper kopiert und das ist auch so eine ganz kleine Änderung, weil das hier, das war ein Language Fix. Genau, und man kann hier das hier aufrufen, weil das ist hier ein temporäres Objekt, aber foo ist halt als const-Referenz markiert. Und deshalb darf man das machen. Aber das darf man hier nicht machen, weil der Standard sagt einfach, ja, wenn foo Referenz markiert ist, dann darf man das nicht machen. Aber das ist halt nicht so schön, weil normalerweise kann man immer R-Values zu const-References übergeben und genau. Das nimmt so ein, ja genau, das nimmt ein Member Pointer und dann ruft ihn direkt auf. Ja. Normalerweise hat man dann. Ja. Okay, ist ein bisschen viel Code, also paar Includes, so eine Klasse. Okay, so zwei Iteratoren und dann hat man, will man halt jetzt sowas machen. Das funktioniert aber gerade nicht, weil der Standard sagt, dass wenn diese Vorschleife nach einem Beginn- oder End-Iterator sucht, Funktion sucht, dann sucht die Vorschleife zuerst hier in x und sucht entweder eine Beginn-Funktion oder eine End-Funktion. Aber SSString-Stream hat so einen Endwert. Und auch wenn es keine Funktion ist, wird sie trotzdem ausgewählt. Das ist natürlich völlig bescheuert und genau. Wahrscheinlich ein Fehler. Genau. Das wurde jetzt geändert und die Vorschleife sucht jetzt nach Beginn und End. Also wenn man jetzt zwei Datentypen, die Beginn und End heißen, ist es trotzdem blöd. Aber wenigstens funktioniert jetzt dieser Code. Ja. Das würde nicht funktionieren. Oder? Nein, Beginn sollte doch eine Funktion sein, kein Iterator. Echt? Echt kann man da einfach zwei Datentypen, die einfach Beginn und End heißen und es funktioniert dann. Echt? Okay. Ja. Okay, danke. Okay. Und jetzt fast das gleiche Problem. Also wenn man hier so solche Includes hat und so eine komische Klasse hat. Ja, genau. Und jetzt schreibt man halt sowas, weil man will, dass diese Klasse mit Structured Bindings funktioniert und dazu muss man so eine Get-Funktion schreiben, die einen Index nimmt und in diesem Fall gibt die Funktion halt nur dieses Argument hier. Und dann muss man noch ein paar Sachen spezialisieren, damit es auch richtig funktioniert. Und jetzt machen wir sowas. Aber das geht leider nicht, weil SSL Shell Pointer so eine Get-Member-Funktion hat, die aber kein Template ist, aber die wird trotzdem ausgewählt. Genau, und das wurde jetzt gefixt und dieses Structured Binding sucht jetzt wirklich nach einer Template-Funktion. Genau, also praktisch. Okay, und das ist auch sehr unschön, weil man jetzt so eine Klasse hat und mit einem privaten Datentyp i und man sagt, dass die Funktion foo ein Freund der Klasse ist. Dann kann man hier in foo i auf i zugreifen, aber man kann kein Structured Binding benutzen, weil der Standard sagt einfach, ja, i muss public sein. Egal, ob die Funktion jetzt Friend ist oder was auch immer. Das würde dann ja auch bei Protected Members nicht funktionieren. Das ist halt fast unnötig, weil es halt fast unnötig, würde ich jetzt sagen. Aber genau, das funktioniert jetzt. Also.
Okay, und jetzt Raumschiffsreferator. Okay, also. Wir haben zum Beispiel eine Klasse Points mit X, Y und Z. Und man hat so eine Entity-Klasse, die eine Position hat. Und genau, jetzt erstellt man Player und Spaceship mit einer Position und dann wird der Player bewegt und oder was auch immer. Und dann will man sehen, ob der Spieler auf diesem Raumschiff ist. Dann schreibt man sowas. Aber das funktioniert leider nicht, weil Point ja keinen Vergleichsoperator hat. Man könnte einen schreiben, so, halt ein bisschen umständlich. Und wenn man einen Ungleichheitsoperator möchte, dann schreibt man sowas. Und genau, das ist halt praktisch, weil man dann nicht das hier zweimal schreiben muss, sondern nur diesen Gleichheitsoperator und dann kann man Ungleichheit einfach so implementieren. Und in der Standardsbibliothek gab es halt dieses Feature da, das keiner benutzt. Das Relofs, keiner benutzt es einfach, weil es hat halt solche Templates, die genau das machen. Die implementieren also fast alle Vergleichsoperatoren mit Hilfe von Operator ist gleich und Operator kleiner. Und genau, wenn man jetzt das hier schreibt, kann man jetzt mit irgendeinem Typ, der Operator ist gleich oder Operator kleiner ist, kann man dann alle anderen Operatoren benutzen. Aber das ist natürlich völlig blöd, weil man will ja nicht diese Zeile hier überall hinschreiben. Ja. Nein, das reicht dafür nicht aus. Deswegen. Ja, aber nicht über ADL. Weil die haben ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, klar. Okay. Und ja, genau, dann haben wir jetzt den Vergleichsoperator. Und stattdessen kann man jetzt sowas hinschreiben. Das ist natürlich viel kleiner. Okay, aber wie funktioniert das? Also, was diese Zeile hier macht, ist, sie generiert also diesen Operator und dann noch so einen Vergleichsoperator und noch einen Ungleichheitsoperator. Ist ganz praktisch. Aber wie funktioniert das überhaupt? Also, das hier nennt man so ein Comparison Category Type. Und wenn man SED Weak Equality benutzt, dann generiert der Compiler der Gleichheits- und Ungleichheitsoperator für jede Variable, wenn du ist gleich Default benutzt. Man kann auch diesen Raumschiffsoperator implementieren, dann kann man das ändern und man kann zum Beispiel für nur zwei Variablen anstatt jede Variable diesen Operator implementieren. Und genau. Und Weak benutzt man halt, wenn man etwas ganz Spezielles macht. Zum Beispiel hier hat man einen Case-Insensitive String und man vergleicht ihn und man gibt dann hier so ein Case-Insensitive Compare zurück. Und genau das bedeutet, dass zwei Strings von dieser Klasse gleich sein können, obwohl die Strings selber in der Klasse nicht wirklich gleich sind. Und deshalb benutzt man dann hier weak, weil es so nicht wirklich gleich ist, sondern nur so ungefähr, wenn es Sinn macht. Genau. Dann haben wir noch Strong Equality und es generiert genau die gleichen wie Weak Equality und das habe ich jetzt für Point benutzt, weil wenn zwei Punkte gleich sind, dann sind auch die individuellen Koordinaten gleich. Genau. Und dann hat man natürlich auch Ordering-Funktionen, wie zum Beispiel SDWeakOrdering. Das generiert jetzt alle Vergleichsoperatoren. Und wieder dieser String. Und ich habe hier nur das hier geändert. Und jetzt habe ich schon alle anderen Operatoren. Also das ist ganz schön praktisch. Und das gibt es auch für Strong Ordering. Das macht genau das gleiche eigentlich. Und man könnte jetzt zum Beispiel so eine Uint 18, 128 T-Klasse implementieren mit einem Array aus 2, 64 Splitnummern. Und man sagt dann einfach, okay, ich vergleiche zuerst die High-Bits, weil wenn sie gleich sind, dann
vergleiche ich die Low Bits, aber wenn sie nicht gleich sind, dann gebe ich einfach den Wert zurück, weil das reicht aus. Und genau, und so implementiert dann man auch alle, für eine Variable sollte man das so implementieren. Also einfach, ja, sorry. Hier, also man benutzt hier AutoCompare und dann einfach die zwei Variablen, die man vergleichen will, mit diesem Raumschiffsoperator, und dann macht man so ungleich 0, weil wenn es gleich 0 ist, dann bedeutet es, dass sie gleich sind. Und wenn sie gleich sind, dann will man ja weitermachen. Genau. Also in diesem Fall meinst du, also hier. Achso, nein, warum das hier Box Flash hat. Ich meine, das habe ich nicht verstanden. Ich habe ja gerade gewechselt. Ach, jetzt geht's. Und dann gibt es noch die letzte Kategorie und die heißt Partial Ordering. Und die benutzt man, wenn zwei Objekte einer Klasse keine Beziehung haben können. Zum Beispiel könnte man Personen haben in einem Familienbaum. Und man hat dann genau so einen Baum mit Familien, mit Personen in einer Familie. Und da kann man zwei Personen ja vergleichen und man kann ja auch schauen, ob eine Person kleiner ist als die andere. Das bedeutet dann einfach, ob die eine Person einfach Eltern ist oder Großeltern oder was auch immer als Beziehung zu der anderen Person ist. Aber es könnte ja auch sein, dass man zwei Personen von zwei verschiedenen Klassen vergleicht. Und ja, das macht dann auch keinen Sinn und deswegen benutzt man da in diesem Fall Partial Ordering, weil man da dieses unordered zurückgeben kann. Okay. Und jetzt Concepts. Okay, also vielleicht haben wir so eine Klasse und die hat halt so eine ToString-Funktion. Und man hat dann hier so eine Template-Log-Error-Funktion, um Fehler zu loggen. Und hier will man halt entweder SSD2-String aufrufen für Ins, Flows und was auch immer. Oder halt Value.toString, weil man hat dann vier Datentypen, die alle so eine ToString-Funktion haben. Und genau, wie, und jetzt die Frage, wie man diese Funktion hier implementiert. Also das machen wir gerade jetzt. So, das ist ein bisschen hässlich. Hier hat man so eine HasString-Klasse, die eigentlich nur dazu da ist, um zu schauen, ob hier t.toString valide ist. Und dann hat man hier über sfinal kann man hier die zwei Overloads constrain, und zwar hier, wenn HasString true ist und hier, wenn es falsch ist. Und genau. Aber das kann man jetzt in C++ 17 besser machen. Und zwar so. Man benutzt einfach hier ifconsexpr und man kann dann sehr schön beide Funktionen in eine schreiben. Das ist natürlich sehr praktisch, aber man muss immer noch das hier schreiben. Das ist halt nicht so schön. Okay, und jetzt kommen Concepts ins Spiel. Man schreibt einfach so eine Concept, zum Beispiel hasToString, und schreibt man ist gleich und dann requires irgend so einem Typ und dann value.toString muss valide sein und das soll ein SSD-String zurückgeben. Und genau, das ist viel schöner und einfacher zu verstehen. Man kriegt auch bessere Fehlermeldungen in manchen Fällen, weil der Compiler sofort beim Aufruf merken kann, dass was du der Funktion übergeben hast, nicht richtig ist. Und das ist natürlich auch weniger Schreibarbeit. Also ist ganz schön. Ja. Ich glaube nicht, nein. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Genau. Concepts. Und es funktioniert halt so, dass da dieser Ausdruck hier muss ein Bool ergeben. Also kann man hier einfach irgendeinen Ausdruck hinschreiben, so wie zum Beispiel hier unten SSD is integral oder is integral und dann noch size of t ist kleiner als 4 zum Beispiel. Oder einfach irgendwas, was ein Bool ist. Aber es muss auch wirklich ein Bool sein, also nicht irgendein Typ, der irgendwie implizit konvertierbar ist. Genau. Und dann gibt es noch diese Requires-Ausdrücke. Die gibt es entweder mit Parameterliste
oder ohne. Und die Parameterliste ist dazu da, um Variablen zu deklarieren, weil in der Body von diesem UKS-Ausdruck kann man es nicht machen. Und deshalb würde man seine Variablen da oben deklarieren. Okay, und jetzt, genau, das ist ein Ausdruck. Jetzt gibt es eigentlich drei Arten von Requirements. Das erste sind die Simple Requirements. Das ist einfach ein Ausdruck. Also hier kann man irgendeinen Ausdruck schreiben und wenn er valide ist, wird der ganze UKS-Ausdruck auch true. Dann gibt es noch diese Type Requirements. Da kann man so schreiben Type Name und dann schauen, ob irgendein Typ einen anderen Typ hat mit so einem Namen. So wie hier zum Beispiel. Genau. Und es gibt dann noch Compound Requirements. Die schreibt man mit eckigen Klammern und hier kommt dann auch irgendein Ausdruck rein und dann kommt dieser Pfeil und dann schreibt man int zum Beispiel. Und es bedeutet jetzt, dass was auch immer t plus t zurückgibt, muss implizit konvertierbar zu int sein. Genau. Und dann gibt es noch, man kann es auch noch schachteln, aber ich weiß nicht, ob das nützlich ist. Okay, also jetzt könnte man zum Beispiel isConstructible so implementieren. Das ist natürlich viel schöner als was wir jetzt haben in der Standardsbibliothek. isStructure? Nein. Nein, weil das ist alles in einem unevaluated operand. Also es wird nicht wirklich ausgeführt. So wie bei DeckType. Ja. Ich glaube nicht, nein. Okay, also das wüsste ich jetzt nicht. Muss ich nochmal nachschauen. Okay. Genau. Und wie man jetzt Template-Parameter einschränkt, das macht man dann so. Anstatt Type-Name schreibt man jetzt einfach so Z-Concept. Also hast du String und ein T. Genau. Und wenn man jetzt mehrere Einschränkungen auf T haben will, dann muss man es leider so schreiben. Man schreibt einfach hier requires und dann hast du String und ist constructible. Genau, und man kann diesen Ausdruck hier auch hier schreiben. Ich weiß nicht, ob das nützlich ist, aber man könnte dann meinen, man schreibt sowas. Das geht natürlich nicht. Und hat jemand vielleicht eine Ahnung, wieso? Aber warum? Ja. Man könnte einfach diesen Overload wegtun, wenn C++ nicht 2017.03 ist. Also erst beim Aufruf würde dann der Fehler vorkommen. Das ist jetzt nicht so wie ein Static Assert, weil das ist halt so Teil von der Funktion. Und wenn du sie halt nicht aufrufst, wird der Compiler nie diesen Ausdruck hier checken. Ja, aber das hier gerade nicht. Also, ich glaube nicht. Ich muss mal nachschauen, aber ja. Auf jeden Fall, ja, okay, also, ja, stimmt. Das ist jetzt natürlich nicht nur so problematisch, sondern auch Name-Mangling. Man müsste ja diese Funktion auch irgendwie mangeln können. Und wenn man das hier erlauben würde, dann müsste man das Ganze hier mangeln. Und es wäre dann zu kompliziert und genau, deshalb darf man das nicht. Ja, man müsste ja wissen, dass ob diese Funktion überhaupt aufrufbar ist. Weil sonst geht das hier verloren. Man kann ja eine Deklaration haben. Und ja, also das ist auf jeden Fall problematisch. Und ja, das darf man auch nicht machen. Und man kann auch Lambdas mit einer Requires-Clause versehen. Das ist natürlich schön. Oder man kann jetzt das hier benutzen. Oder das hier. Beides geht. Und genau. Und jetzt im letzten ISO-Treffen hat man diskutiert, ob man das hier erlaubt, weil diese Terse-Syntax wurde nicht mit in Standard übernommen.
von der Concept CS. Und genau, und dann hat Herb Sutter so einen Vorschlag gemacht, dass man es so schreiben würde. Ja, genau. Und ja, dann würde. Ja, genau, man kann. Aber dann wird es verwirrend. Also, ich finde es echt verwirrend, weil man kann zum Beispiel im Return Type hast du String, Klammer auf T, Klammer auf, Klammer zuschreiben. Und dann im Parameter kann man zum Beispiel irgendein anderes Konzept, zum Beispiel is constructible, und dann geschweifte Klammern T, und dann ist T von beiden Concepts eingeschränkt. Und ja, genau. Und hier braucht man halt keinen Namen, weil ich jetzt in dieser Funktion keinen Namen brauche. Aber man könnte hier einen Namen hinschreiben. Ja. Okay. Und jetzt zur Standardsbibliothek. Um jetzt in Zyklus 17 zu schauen, ob man in Big Engine Mode ist, benutzt man so ein Hack. Also, das ist ein Hack, das habe ich von Stack Overflow. Und das ist einfach UB und das sollte man einfach nicht benutzen. Und deshalb gibt es jetzt dieses SED Indian, diese ja, Enum-Klasse, und die ist halt so definiert. Und dann ist hier Native, was auch immer dein Engine-Wert gerade ist. Also entweder Little, Big oder auch irgendwas anderes, wenn du eine komische Architektur hast. Ja, genau. Und ist halt voll praktisch. Und Node.js Card, das wurde in Zyklus 17 eingeführt und es wurde jetzt auch in der Standardsbibliothek eingeführt. Und genau, wenn man sie jetzt so aufruft, dann kriegt man so eine Warnung zum Beispiel. Okay, jetzt hat SSD-Malloc Node.js Card bekommen. Ja oder nein? Nein, es ist nur ein Attribut, also das ist ja. Das wird nicht gemängelt. Compiler dürfen auch Attribute einfach ignorieren. Das ist einfach so eine Art Notation, genau. Ja, auf jeden Fall nein, weil es eine C-Funktion ist. SSD-Async? Ja oder nein? Nein. Das ist nur, wenn du den. Nein, nein, nur wenn du den Rückgabewert nicht benutzt, dann kriegst du eine Warnung. Also, ja, das ist annotiert. Okay. Dialog. Ja. irgendein Container, die Empty-Funktion. Okay, SSD-Lambda. Muss das? Ja. Also auch ja, weil das will ja keinen Sinn machen. Das gibt ja einen Pointer zurück und der ist halt so gewascht sozusagen. Und dann kann man, wenn man zum Beispiel den Storage von einem Objekt nochmal benutzt, der entweder eine Referenz hat oder einen Const-Member. Und den kann man halt ändern. Und wenn man das jetzt ein anderes Objekt in diesem Speicher erstellt, dann darf man diese Const- oder Referenzvariable nicht auf sie zugreifen, weil sie ist eigentlich konstant oder eine Referenz und es geht einfach nicht. Und dazu benutzt man jetzt SD-Lambda, damit das irgendwie funktioniert. Ja, genau. Deswegen und deshalb benutzt man. Genau. Ja. Genau. Und dann printf. Ja. Irgendeine Allocate-Funktion von einem Allocator. Ja, auch. Okay, das war es eigentlich. Nur diese vier. Okay, jetzt gerade ist dieser Code nicht valide, weil, also ScopeLocked ist so wie LockGuard, aber der kann mehrere Mutex-Variablen annehmen. Und es funktioniert halt jetzt gerade nicht, weil
Scope glaubt, ja, eine Variable nimmt und das hier sieht er als auch als Mutex, weil es am Ende vorkommt. Das heißt, ja. Und dann, das hier funktioniert auch nicht. Macht auch keinen Sinn. Und das ist natürlich schade, weil das sollte eigentlich funktionieren. Der Standard sagt es einfach so. Also, das ist einfach ein Fehler im Standard. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Ja, okay. Ja, okay, also, ja. Also das macht jetzt das Richtige und jetzt hat man das einfach nach vorne geschoben, damit es auch funktioniert. Ja. Okay, also ist die erste Zeile richtig? Geht sie? Ja. Die zweite? Ja, geht. Okay. Die dritte? Die vierte? Noch nicht, genau. Und das kann man ab jetzt machen. Genau. Okay. SDK. Das benutzt man eigentlich nur für Forwarding References, weil das macht, macht alle References weg und alle CV-Qualifiers wie Const oder Volatile und alle Funktionstypen werden zu Funktionspointern und alle Arrays werden zu zu Pointer. Und das benutzt man halt oft, um Referenzen und CV-Qualifiers rauszunehmen, obwohl man alles andere von SDDK gar nicht braucht. So wie hier ich zum Beispiel vorhin. Ich wollte nicht SDD remove CVT und dann SDD remove reference schreiben. Das ist viel zu lang. Da schreibe ich einfach SDDK. Und genau, das jetzt gibt es dazu remove CVRef, damit man SDK nicht mehr falsch benutzt. Genau. Ja. Okay. Wer möchte den Satz vervollständigen? Ja, okay. Ein großes Problem von diesen Strings sind, dass sie nicht thread-safe sind. Und das ist jetzt heutzutage, wird jetzt heutzutage immer mehr. Manche, nur manche, nicht alle. Genau, und deshalb gibt es jetzt einen Basic OSTing Stream. Das ist eigentlich nur ein Wrapper über einen OSTream. Und den benutzt man zum Beispiel so. Und es garantiert dann, dass alles hier, was man hier schreibt, thread-safe zu SD-Couch übergeben wird. Hier macht es nämlich keinen Sinn, weil SD-Couch schon ein bisschen thread-safe ist. Aber für andere Objekte wie SDF-Stream oder sowas macht es Sinn. Genau. Und dann das hier. Kennt das jemand? Ja. Context 12 wurde halt so fast überall in Algorithmen und Utility-Headers eingeführt. Also, ich werde jetzt nicht alle nennen, weil das ist echt eine riesige Liste, aber zum Beispiel Accumulate oder All of, Find, Complex. Genau. Ja, genau. Es gibt ein Paper dazu. Genau. Und jetzt kann man auch ein SED Atomic von einem Shared Pointer haben. Ja. Das ist eigentlich nur ein Wrapper über SD Shared Pointer, weil vorher hat man immer sowas benutzt. Atomic Store und Atomic Load und solche Funktionen. Und das Problem dabei ist, dass man immer noch hier einen ganz normalen Shared Pointer hat. Und wenn man dann nicht aufpasst, kann man so ein Database hinzufügen, weil man vergisst, diese Funktion hier zu benutzen. Und das kann jetzt nicht mehr passieren, weil das ist jetzt ein eigener Typ. Und genau, jetzt benutzt man diese Store- und Load-Funktion. Und das hier ist einfach deprecated und sollte man nicht mehr benutzen. Genau. Jetzt gibt's Atome. Genau, das ist so wie ein ganz normaler SDATomic-Typ. Genau. Und dann gibt es noch SDATomic für Floating Points. Und genau, SD Move wurde in den Algorithmen eingeführt, zum Beispiel in SD Accumulates.
Und ein paar Benchmarks haben ergeben, dass es zweimal schneller ist, wenn man diese Strings benutzt, weil man hier einen Move macht, anstatt eine Kopie, die man eigentlich gar nicht braucht, weil man setzt es einfach wieder, den Rückgabewert kriegt man ja wieder zurück. Also, genau. Ja, genau. Und genau. Und jetzt gibt es auch diese Starts with und Ends with Funktionen für SSString und StringView, die praktisch sind. Okay, und dann hat man dieses Attribut hier. Das ist, ja, also damit kann man den Optimizer sagen, ob eine Branch likely ist oder nicht. Und man kann auch unlikely benutzen. Und der Optimizer will dann dieses Attribut hier im besten Fall nicht ignorieren, aber ja. Und im Schleifen ist es halt wichtig, wenn der Optimizer nicht sehen kann oder nicht feststellen kann, ob eine Branch jetzt oft durchgegangen wird. Und es halt, nennt sich halt Profile-Guided Optimization. Und genau, das braucht man halt echt in Einzelfällen. Also das sollte man jetzt nicht überall hinschreiben. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Genau, und wer kennt alles diesen Header hier? Ja. Ja, okay. Jetzt gibt's, oh, wow, okay. Jetzt gibt's Version. Da kommen halt alle Makros und Standardbibliotheken, Sachen, so wie Version oder welche Standardsbibliothek benutzt du gerade oder sowas hin. Das ist praktisch. Und später ist geplant, dass da die Feature-Test-Macros gehen. Also, ja. Okay, und jetzt kann man zwei Unordered Maps miteinander vergleichen, ohne dass die Hash-Funktion gleich ist, weil das bedeutet ja nichts, wenn die Hash-Funktion ja verschieden ist, ist ja völlig egal. Das weiß ich nicht. Okay, und SED Basic String Reserve reduziert jetzt die Kapazitäten nicht mehr, weil das war ja echt problematisch, weil SED Vector Reserve das nicht machte zum Beispiel. Ja, genau, das macht einfach keinen Sinn. Und es gibt schon eine andere Funktion, die das macht, Shrink to Fits. Also, es macht echt keinen Sinn, dass man das eingeführt hat. Deswegen gibt es das jetzt nicht mehr. Also, dieses Reduzieren hier. Und jetzt kann man std True Address anstatt std Address of Sternchen Objekt machen. Das benutzt man in der Standardsbibliothek zum Beispiel, wenn man hier irgendeinen Pointer, zum Beispiel einen Child Pointer oder einen Unique Pointer oder irgendeinen Pointer oder auch Raw Pointer oder sowas und man möchte halt einfach die Adresse haben vom Pointee. Genau. Und jetzt gibt es std::span. Das ist eigentlich std::stringView, aber für Arrays. Also so ungefähr. Das kann man mit einem Pointer und einer Länge initialisieren oder mit zwei Pointer oder mit einem Raw-Array oder mit einem SED-Array oder mit einem Container. Genau. Und jetzt schreibt man vielleicht heutzutage sowas. Und das ist ja eigentlich ganz gut, aber man will ja vielleicht ein Raw-Array da in dieser Funktion rein übergeben, weil man eine hat. Keine Ahnung. Genau. Und man könnte jetzt einfach ein anderes Overload einführen mit zwei Iterators, aber ist natürlich auch nicht so schön wie das hier. Und jetzt kann man einfach irgendein Vektor oder Array oder was auch immer da rein übergeben und das funktioniert einfach. Soweit ich weiß, gibt es keine. Ja? Warum nicht? Ja, genau. Kennt jemand diese Bibliothek? Ja,
Sie ist echt toll. Also, sie wurde jetzt in C++20 reingetan und genau, jetzt hat man halt diese verschiedenen Datentypen hier, Month, Day und man kann sie halt ganz normal mit einem Konstruktor aufrufen oder für Year kann man so ein Y dahinter schreiben als User-Defined Literal. Genau, und zum Beispiel kann man sowas machen. Man kann hier, kriegt man das Datum in UCC, schreibt man das dann so. Und hier kann man es in einen Timepoint umwandeln. Und zwar hier in der aktuellen Zeitzone. Und dann kann man zum Beispiel so Stunden und Minuten dazu addieren. Und man kann dann diesen Zeitpunkt hier in zum Beispiel in New York umwandeln. Also genau. Das ist halt. Und man kann jetzt so, also ich habe jetzt die Namespaces alle weggelassen, weil es sonst zu lang wird. Man kann hier dann den aktuellen Tag mit Stunden und Sekunden so kriegen. Ja. Ist das schön. Und dann kann man das dann hier so, kann man den nächsten Monat kriegen. Und genau, und dann kann man diese Syntax hier verwenden. Die ist komisch. Damit kriegt man den zweiten Mittwoch vom Monat. Genau. Ja. Genau. Das ist. Ja. Und ich glaube, das war's. Patrick.